Was geht, Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir einfach Bibel lesen und ich euch zeige, wie man einfach die Bibel liest. Und ich gehe hier mal durch die Kapitel, unterschiedlichen Kapitel und so, dass ihr mitmachen könnt. Ihr könnt die Bibel ausschlagen, ihr könnt einfach mitlesen und ihr könnt sehen, so was Sachen bedeuten. Aber vor allem so, wie komme ich auf Antworten oder wie mache ich selber Bibelstunde. Und diese Serie mache ich einfach nur, damit ihr die Bibel liest. Ich glaube, das ergibt Sinn, oder? Genau, bevor wir heute anfangen in Markus 4, würde ich einfach beten, weil das Buch hier ist nicht so wie jedes andere Buch, das man einfach von Anfang bis Ende durchliest. Nein, es ist das Wort Gottes. Gott spricht zu uns durch das Wort. Und deshalb möchte ich vorher noch beten und genau. Ja, danke Vater für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr für alles, was du uns geschenkt hast, alles, was du uns gibst. Ich bitte dich, dass du die Herzen öffnest von mir und von allen anderen, die jetzt zuhören, dass wir empfänglich sind für deine Worte. Ich danke dir so sehr für diese Zeit, dass wir Zeit einfach haben und das Internet, dass wir einfach diese Message einfach verbreiten können und nicht alle in einem Raum sitzen müssten, um das zu hören. Herr, ich danke dir einfach so sehr für das, was du schon vorbereitet hast und dass wir nur noch nehmen und empfangen dürfen, Herr. Amen. So, fangen wir an zu lesen. Markus, Kapitel 4, Vers 1. Yes, alles funktioniert. Guti Buti, sieht gut aus. Dann fangen wir an. Wieder einmal fing Jesus an, am Ufer des Sees zu lehren. Die Menschenmenge, die ihn umdrängte, war jedoch so groß, dass er in ein Boot stieg, sich setzte und von dort aus zu ihnen sprach. Er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er ihnen viele Gleichnisse wie das folgende erzählte. Hört zu, ein Bauer ging hinaus, um zu sehen. Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf dem Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund, die Pflanzen keimten, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, so dass sie keine Ähren trugen. Wieder andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, hundertfachen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten, wer hören will, der soll hören und begreifen. Okay, das erste, was ich immer mache und in allen anderen Videos schon gemacht habe, ist erstmal nochmal zu reflektieren, zu zusammenfassen, was überhaupt passiert ist. Also wir sehen hier, Jesus ist wieder am Lehren und zu der Menschenmasse am Reden, aber es wird langsam zu viel. Er muss sich zurückziehen, er muss ein bisschen weiter von denen weggehen, weil wir haben, lesen ja auch in anderen Büchern und anderen Kapiteln, so die haben ihn auch angefasst und so, weil sie ja Heilung haben wollten und so weiter und so fort. Deshalb kann man ja voll verstehen, dass er sich ein bisschen zurückzieht und ein bisschen einen kleinen Abstand haben möchte. Und dann geht er auf ein Boot, setzt sich und spricht. Und er sagt halt ein Gleichnis. Das Gleichnis geht davon, von Samenkörnern, die der Sämann auf die Straße schmeißt oder halt streut. Und es gibt vier verschiedene Beispiele. Es gibt einmal, manche fielen auf dem Weg und die Vögel kamen und fraßen. Dann andere fielen auf dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Diese pflanzten Keimen, doch unter der heißen Sonne verdorrten sie reich und starben ab, weil sie keine Wurzeln hatten. Und dann gibt es die dritte. Die dritte ist, andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, so dass sie keine Ähren trugen. Unter Dornen sind zwar rausgekommen, aber letztendlich sind sie doch erstickt. Und dann gibt es das vierte. Die vierte, die auf fruchtbaren Boden gefallen sind und die haben auch Frucht gebracht. Und ich würde gar nicht so viel in das Thema reingehen, weil Jesus selber erklärt, was das bedeutet später. Also würde ich einfach weitergehen, weil ich denke,
da ist nicht viel zu sagen, außer stimmt am Ende noch, sagt er noch, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Und ich glaube, darauf gehen wir später auch nochmal ein bisschen tiefer ein, weil das eine tiefe Message ist. Aber ich denke, das erklären wir später auch nochmal. Also gehen wir und lesen wir weiter. Als Jesus später mit den 12 Jüngern und den anderen, die sich um ihn versammelt hatten, alleine war, fragten sie ihn, was bedeutet deine Gleichnisse? Siehst du, er wird es jetzt noch erklären. Er erwiderte, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt, damit sich das Schriftwort erfüllt. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie verstehen sie nicht. Deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Crazy. Wir sehen hier einfach, hey, die Jünger gehen zu Jesus und fragen so, was hat das bedeutet, was du da gerade gesagt hast? Und bevor er es überhaupt erklärt, sagt er einfach nur, ihr werdet es erkennen oder ihr werdet es verstehen oder ihr könnt es verstehen. Alle anderen, ne, also wir sehen ja hier auf dem Boot die Jünger um ihn herum und die breite Menschenmasse halt weit, weit, weit weg. Also weit weg, weit her weg als die Jünger. Und hier sehen wir einfach nur, ihr werdet verstehen, weil das ist von Gott gegeben, dass ihr verstehen werdet. Aber die werden nur Gleichnisse hören und es werden es nicht verstehen. Wieso? Es steht auch geschrieben im Alten Testament, es steht auch prophezeit, genau diese Stelle, die wir dann hier lesen, in Schriftwort, Sie sehen, genau, in 12, wo sind wir? Genau, da, in 12, Sie sehen, was ich tue, aber Sie begreifen nicht, was es bedeutet. Und genau das ist das, was jetzt gerade passiert in dieser Situation. So, Jesus erzählt was in Gleichnissen und sie verstehen nicht. Ganz banal, noch nichts Tiefes. Also ich könnte es zwar erklären, aber Jesus erklärt es später selber. Und eine wichtige Sache, worauf ich dann nochmal hinweisen möchte später, ist, deshalb werden sie sich nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Und es hört sich ein bisschen, also wenn du das erste Mal liest oder wenn du das liest mit ein bisschen Trotz, weißt du, dann sagst du, hä, die haben doch keine Chance, weil du redest ja in Gleichnissen, deshalb haben sie keine Chance und deshalb kann ihre Sünden nicht vergeben werden und deshalb haben sie keine Vergebung empfangen. Und das ist natürlich nicht richtig, das wird später alles aufgeklärt. Ich versuche so die Spannung ein bisschen aufzubauen. Ich versuche es eigentlich gar nicht, Markus Kapitel, das macht das schon selber. Aber genau, die Spannung ein bisschen aufzubauen, was gleich diese ganzen Erklärungen beantwortet. Wir sehen hier nochmal, dass diese Stelle in Jesaja 6, 9 bis 10 steht. Da kann man dann immer nochmal, diese Seite aufschlagen, Kapitel aufschlagen, das Buch aufschlagen und dann nochmal drüber lesen und sehen, okay, und dann sieht man auch nochmal, worum es da ging und so weiter und so fort. Aber ja, so sieht's aus, Punkt jetzt, machen wir weiter. Aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen, die ich noch erzählen werde? Der Bauer, von dem ich sprach, ist derjenige, der andere Menschen Gottes Botschaft bringt. Okay? Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude annehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen. Doch sie wird vom Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums
und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Und dann zuletzt, der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, ja 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Yes, das war's für heute. Nein, Spaß, die Erklärung. Jesus hat erklärt, ganz simpel. So, worum geht's hier? Man sieht immer mehr oder immer mal wieder, dass Jesus auch so ein bisschen, ja, vielleicht genervt ist auch von den Jüngern. So, dass sie noch nicht an dem Punkt sind, wo sie eigentlich sein sollten, weil sie ja Gott miterleben, tagtäglich. Aber ich finde das immer auch so ein Ding, so man sagt immer, oder ich habe früher immer gedacht, so hey, gerade Jünger, ey, wie kannst du so viele Wunder um dich herum sehen? Du kannst Jesus sehen, der heilt und er lehrt euch die ganze Zeit, aber ihr versteht einfach nicht, was er da macht. Das ist doch eindeutig. Aber für mich war es natürlich eindeutig, weil es mir auch schon erklärt wurde. Und nein, wir sind genauso wie die Jünger. Wir sehen Wunder in unserem Leben, aber nehmen es trotzdem nicht so an oder verstehen es immer noch nicht. Wir sagen halt Sachen wie, keine Ahnung, wenn uns irgendwas Schlechtes passiert, so, ah, Gott, alles deine Schuld und schlimm, schlimm, schlimm und so weiter und so fort. Aber eigentlich hat Gott uns alles gegeben, damit wir durch jede Situation gehen können, dass wir getröstet werden, dass wir Weisheit bekommen können, wenn wir nach Weisheit fragen und so weiter und so fort. Also Gott hat uns schon alles gegeben, dass wir gar nicht in manche Situationen reinkommen müssten, aber trotzdem reinkommen. Das heißt, wir können uns nicht über die Jünger stellen. Die Jünger waren junge Männer, die genauso geglaubt haben und Jesus vertraut haben, aber sie haben vieles noch nicht verstanden. Und so geht es uns auch. Genau, deshalb, also wie gesagt, ich habe mich damals immer so, habe mir immer so gedacht, hey, warum sind die Jünger so, wie sie sind? Das ist doch unmöglich. Du kannst doch kein Wunder sehen und dann trotzdem noch am nächsten Tag wieder denken, keine Ahnung. Jesus hat doch keine Macht. Also, falls ihr zufällig diesen Gedanken auch habt, so, ey, ich bin besser als die Jünger oder so, denkt nochmal nach über euer eigenes Leben. Genau, dann geht's weiter. Und Jesus erklärt diese vier Böden. Also erstmal der Bauer, natürlich der Bauer, der, von dem er spricht, ist derjenige, der anderen Menschen Gottes Botschaft bringt. Genau, also hier geht's nicht um Gott oder sowas unbedingt, sondern es geht um jede Person, jeden Menschen ist derjenige, der andere Menschen Gottes Botschaft bringt. Wenn wir uns selber jetzt in die Schuhe des Bauers setzen, dann sind wir jemand, der mit jemandem geredet hat und gesagt hat, hey, guck mal, Jesus ist für dich gestorben, wir sind alle Sünder, aber wenn du Jesus annimmst und um Vergebung bittest, so, dann kriegst du Vergebung. So und so ein bisschen, so diese Samen, die wir da gesetzt haben, in diese Person auf vier Boden fallen. Okay? Macht das Sinn? Macht Sinn? Ist eigentlich ganz simpel. So, die erste Person, mit der man redet, also der erste Boden, wo man die Samen draufgeschmissen hat, also die erste Person, die hört diese Botschaft. Aber der Satan lässt es gar nicht zu, dass da irgendwas gepflanzt wird. Der kommt und nimmt direkt alles weg. Und klar, das sind Menschen, die so weit weg von Gott sind, die so ihren eigenen Willen tun und das tun wollen, was sie wollen und noch sehr weit weg von Gott sind, dass sie auch die Message, die sie hören, erstmal mit Trotz wegschlagen. Das kann ja meistens vielleicht irgendwelche Leute sein, die irgendwann mal irgendein traumatisches Erlebnis gehabt haben und wirklich abgeschlossen sind oder abgeschlossen haben mit dem Christentum, mit der christlichen Lehre oder so und deshalb nur hören, aber der Satan ist da voll über diese Person. Heißt natürlich nicht, dass diese Person niemals gerettet werden kann. Heißt einfach nur, dass in diesem Augenblick die Worte, die du da sagst, nicht wirklich fruchten. Dann gibt es die nächste Person, die auf dünne Erdschicht genau, mit felsigen Untergrund fällt. Das sind ein Beispiel für Menschen, die zwar hören und es sogar annehmen, aber
wie eine junge Pflanze, wie es hier heißt. Sie sagen so, ey, hört sich voll gut an. Ja, ja, genau, ich will auch ein besserer Mensch werden oder sowas. Und dann heißt es, ja, aber du musst jetzt mal um 12 Uhr aufstehen oder um 10 Uhr aufstehen. Nee, warte, um 8 Uhr aufstehen, damit du um 10 Uhr in den Gottesdienst gehen kannst, wie auch immer. Nee, ist mir dann schon zu viel. Das ist schon zu groß. Oder halt auch so ein bisschen tieferere Sachen. So wenn zum Beispiel die Familie nicht akzeptiert, dass du Jesus nachfolgst oder sowas, dann... Genau, also auf einer einfachen Sicht, weil später kommt noch die tiefere. Genau, so. Und dann sagt er, nee, okay, ich kann doch mit dem Glauben nichts anfangen. Und dann die dritte Person. Und die dritte Person ist schon ein bisschen, und da würde ich sagen, ohne jetzt zu provozieren oder irgendwie sowas, viele in der Kirche, die du heute siehst, sind genau so, sind genau diese dritte Person. Weil es Jesus ja auch sagt, am Ende des Tages werden viele sagen, Herr, habe ich nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und geweissagt und so weiter und so fort, habe ich nicht so tolle Dinge getan, und dann wird er sagen, ja, hey, ich kenne euch nicht. Und es ist halt dieses, die haben zwar, und es ist die haben zwar die Botschaft angenommen, gehört, und sie leben es auch erstmal eine Zeit lang, aber dann, was kommt? Es kommen Alltagssorgen. Die Verlockung des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen, diese übertönen den Glauben. Und wie gesagt, ich möchte niemanden angreifen, aber so, ja, einfach nur so, vielleicht Pastoren, die in großen Gemeinden waren und dann immer mehr Fame und Geld und sowas und sich dann alles, und dann am Ende so, ja, okay. Also vielleicht sind sie ja noch dabei, so rein körperlich, aber rein geistlich sind sie nicht mehr wirklich dabei. Und das sind Leute, die bringen keine Frucht. Die, bringen keine Frucht weiter. So, dass sie, das heißt hier 19, lesen wir hier nochmal, so, dass keine Frucht daraus entstehen kann. Sie haben zwar gehört, sie haben angenommen, und vielleicht tun sie so, als ob sie darin auch leben, aber sie bringen keine Frucht. Und dann haben wir den letzten, und den hoffen wir ja alle, diese Person zu sein, dieser Menschen, weil es geht ja hier um vier verschiedene Arten von Menschen. Und wir versuchen natürlich, der Mensch zu sein, der die gute Botschaft hört, annimmt und dann das Wichtige, reiche Frucht bringen, 30, 60, 100 Mal so viel, wie gesät wurde. Mit anderen Worten, wir hören jemanden, oder gehen wir zurück zu dem Beispiel, das ich eigentlich hatte, so, wir sind jemand, der jemanden das Wort Gottes weitergegeben hat, und diese Person dann nimmt es an, verinnerlicht es und gibt es dann auch weiter und gibt dann auch wieder Frucht. Und dann ist wieder die nächste Person, und so sehen wir, dass unsere Samen, die wir gelegt wurden, also erst natürlich, Gott hat das in uns gelegt und bla bla bla, aber ich wollte das ein bisschen auf uns so anwenden, damit wir auch motiviert sein können, das Wort weiterzugeben. Aber nur zu ermutigen, so, hey, wenn wir Frucht weitergeben oder wenn wir Samen weitergeben, dann kann so viel Frucht daraus entstehen. Und das ist einfach eine Sache, womit ich euch heute noch so entlassen möchte. Und ich hoffe, ihr konntet was rausnehmen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Kein Problem, ich beantworte gerne alle Fragen. So groß sind wir noch nicht, dass Fragen zu viel wird. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Und bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Was geht? Wir haben hier zwei Arten von Videos. Erstmal die Playlist von allen Markus Bibelstunden, die ich bis jetzt gehalten habe. Und hier haben wir nochmal Tipps, wie liest man die Bibel überhaupt.